Gut, hallo allerseits. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Etwas verspätet. Die Technik, dein Freund und Helfer, Sie haben es ja gesehen. Irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob die Kamera jetzt was aufnimmt oder ob sie nichts aufnimmt. Das werden wir ja dann später mal sehen. Ich werde mich deshalb bemühen heute. Ich glaube, es passt ganz gut. Heute werde ich, glaube ich, weniger an der Tafel machen wollen und mehr auf den Folien. Wir haben das letzte Mal gesehen, diesen ersten einfachen Algorithmus, generischen Algorithmus, ein Muster für einen Algorithmus, sehr einfach. Wir stellen uns vor, der Lösungsraum ist etwas wie eine Landschaft oder eigentlich haben wir es genauer vorgestellt wie ein gerichteter Graph. Jede Lösung ist ein Knoten und wir kommen von einem Knoten zu einem anderen durch eine Nachbarschaftsbeziehung. Wir haben es am Beispiel vom TSP gesehen, wie das aussieht. Wie das aussehen kann etwa. Wir werden noch ein paar weitere Beispiele heute sehen. Aber das ist erst einmal das Grundschema, das wir dann in verschiedener Art und Weise dann verfeinern, verkomplizieren, um das Grundproblem dieses einfachen Schemas zu überwinden. Nämlich das Grundproblem, dass die Suche in einem lokalen Optimum endet und dieses lokale Optimum kann zufällig, muss aber kein globales, nicht das gewünschte globale Optimum sein, kann sogar einen Wert haben, der beliebig schlecht ist, also der beliebig schlecht vom global optimalen Wert ist. Und das ist natürlich sehr, sehr ungeschickt, wenn wir da mit diesem einfachen Schema am Ende kommen. Wir kommen ans Ende, wenn wir keine Nachbarn mehr haben, den wir von der aktuellen Lösung S-Stern aus, der besser ist als diese aktuelle Lösung S-Stern und aber eben nicht unbedingt global. Wir haben den Begriff der exakten Nachbarschaft beim letzten Mal eingeführt. Eine Nachbarschaft ist exakt, wenn dieses lokale Optimum global ist. Wir werden ein paar Beispiele gleich sehen. Im Fall, dass das lokale Optimum global ist, wissen wir definitiv, dass schon dieses einfache Schema ohne weitere Verkünstelungen schon zu einem globalen Optimum führt, wie gewünscht. Falls der Algorithmus terminiert, natürlich, selbst das kann man nicht immer von vornherein sagen, denn der Lösungsraum zu einer gegebenen Input, zu einer gegebenen Instanz kann ja durchaus unendlich groß sein. Und in dem Fall kann man natürlich nicht unbedingt, braucht man zusätzliche Argumente, um sagen zu können, dass der Algorithmus garantiert terminiert. Aber in den Dingen, die wir so betrachtet haben und auch betrachten werden, in den Problemstellungen, denken Sie ans TSP, es gibt nur endlich viele Rundtouren. Das heißt also, auch dieses einfache Schema wird mit einem guten oder schlechten Ergebnis zumindest nach endlich vielen Schritten, nach einer endlichen Anzahl von Iterationen auf jeden Fall zum Ende kommen. Denn weil ja die Lösungen, die wir durchlaufen, von Schritt zu Schritt nur besser werden können, kann keine Lösung zweimal durchlaufen werden. Das heißt, die Anzahl der Iterationen ist auf jeden Fall beschränkt durch die Größe des Lösungsraums und die Anzahl der Iterationen ist natürlich im Allgemeinen dramatisch um Größenordnung kleiner als die Größe des Lösungsraums. So, also nochmal, da gab es auch Anfragen im Forum, ganz konkret zu der Übungsaufgabe. Also, wenn Sie beispielsweise dieses Schema von der letzten Folie implementieren und anwenden auf die Übungsaufgabe, dann bedeutet das, in der Implementation des Algorithmus darf nichts erkennbar sein, dass es hier in diesem konkreten Quelltext, den Sie schreiben, um Rechtecke geht, die in der Ebene platziert sind, die man miteinander vergleicht, Größen, Klein und so weiter, ob sie sich schneiden und so weiter. Davon darf nichts sichtbar sein, sondern Ihre Implementation des Algorithmus oder der ganzen Algorithmen soll so generisch sein wie hier auf den Folien, nämlich dass wir abstrakt von Lösungen und abstrakt von Schritten vorwärts reden. Dazu sind genau die schönen Möglichkeiten von beispielsweise von objektorientierten Programmiersprachen wie Java und C++ sehr gut geeignet, mit dynamischer Polymorphie durch Vererbung in Java auch durch Interfaces. Das heißt also, im algorithmischen Code, in der Implementation des eigentlichen Algorithmus, haben Sie irgendwelche Interfaces und die Rechtecke stecken dann in den implementierenden Klassen, salopp gesagt.
Aber falls Sie da nicht weiterkommen, dann können Sie gerne auch im Forum entsprechend Ihre Fragen platzieren. Dann können wir das gerne für alle sichtbar diskutieren. So. Also, wir sind so abstrakt, dass wir nichts mit Rechtecken und auch nichts mit Rundtouren oder sonstigem am Hut haben, sondern nur ein beliebiger gerichteter Graph auf dem Lösungsraum. Das haben Sie beim Beispiel TSB schon beim letzten Mal gesehen. Natürlich wird man im Allgemeinen die Nachbarschaft nicht so definieren, dass jede Lösung mit jeder anderen Lösung benachbart ist, sondern wie beim Beispiel TSP vom letzten Mal. Sie kommen von einer Lösung zu einer benachbarten Lösung, indem Sie zwei Kanten rausnehmen und zwei andere reintun. Das ist natürlich die Menge der Lösungen, die Sie so bekommen können von einer Ausgangslösung, ist natürlich um Größenordnung kleiner als der ganze Lösungsraum, aber trotzdem natürlich immer noch groß. Es ist erst einmal noch eine quadratische Anzahl von Nachbarn, quadratisch in der Anzahl von Knoten. Das ist das, was hier steht. Im Verhältnis zum Gesamtlösungsraum ist die Anzahl der Nachbarn einer Lösung typischerweise tiny, winzig, aber immer noch, aber nicht unbedingt klein in absoluten Begriffen, sondern eben wie in diesem Beispiel quadratisch. Was wir natürlich nie machen müssen, das wäre ja, würde alles kaputt machen. Was wir nie machen müssen, ist diese ganze Nachbarschaft auch mal wirklich aufzubauen, diesen ganzen Graphen. Ja. Das wäre natürlich Quatsch, damit könnten wir den ganzen Ansatz vergessen, sondern der ist einfach implizit drin in den Modifikationsregeln. Welche Möglichkeiten der Modifikation der aktuellen Lösung gibt es, um von der aktuellen Lösung zu einer benachbarten Lösung zu kommen? Also letztendlich in einem Stück Code, in einem Stück Software. So, betrachten wir mal ein Beispiel. Hier zwei Beispiele, die gewisse Ähnlichkeiten haben. Sortieren und nochmal das TSP. Beim TSP waren wir schon, werden wir deshalb nur kurz streifen. Sortieren nicht. Sortieren ist natürlich auch wie TSP eine Problemstellung, eine bestimmte Permutation zu finden. Nur die Zielsetzung ist eine andere. Beim Sortieren ist die Zielsetzung die Ihnen bekannte. Beim TSP ist die Zielsetzung die Kanten, die verwendet werden, deren Summe von Gewichten zu minimieren. So, wenn wir zwei Permutationen haben, das sind ein paar Beispiele, einfach einführende Beispiele für eine symmetrische und eine asymmetrische Nachbarschaft. Die erste ist ganz einfach. Sie haben eine Sequenz, jetzt muss ich doch die Tafel benutzen. Sie haben eine Sequenz, das ist Ihre momentane Permutation. Und Sie kommen zu einer neuen Permutation, einfach indem Sie zwei Elemente austauschen. Ja, genau solche Permutationsschritte machen Sie bei den meisten Sortieralgorithmen. Das ist ein Beispiel für eine symmetrische Nachbarschaftsbeziehung. Wenn ich jetzt nochmal diese beiden Positionen austausche, bin ich wieder beim ursprünglichen. Hingegen das zweite. Ist ein bisschen komplizierter. Wir haben hier zwei Positionen, I und J. Und was wir machen ist, A, B, C, D, E, F, diese Werte zyklisch zu rotieren. Wie rum habe ich das hier gemacht? Von I ist jetzt J, das heißt, hier ist F. Und alles andere rückt 1 auf. Also mehr steht hier mit diesen Formeln nicht drin, als das, was Ihnen auch dieses Beispiel hier sagt. Ja, wenn Sie es nachschauen wollen, alles links von i bleibt gleich, alles rechts von j bleibt gleich, alles rückt 1 auf und 1 geht von hinten nach vorne. So, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Das Beispiel TSP. Sie nehmen sich zwei Kanten her, irgendwelche zwei, aus einer gegebenen Rundtour und fügen dann durch zwei neue Kanten diese beiden übrig gebliebenen Stücke wieder zu einer Rundtour zusammen, wobei Sie daran denken müssen,
Hier, wenn Sie die zusammenfügen, müssen Sie eine der beiden Stücke, da müssen Sie die Kanten umdrehen. Das ist hier in diesem Beispiel mit den rechten, mit dem rechten Stück gemacht worden. So, dasselbe das hatten wir beim letzten Mal auch schon gesehen. Sie können das nicht nur mit zwei Kanten machen, sondern auch mit drei Kanten oder mit beliebig vielen. Da sehen Sie schon den Trade-off, den Sie immer haben. Sie können die Nachbarschaft natürlich reichhaltiger gestalten, indem Sie jetzt nicht mehr zwei Kanten rausnehmen und zwei andere Kanten reintun, sondern so wie wir es auch schon beim letzten Mal gesehen haben, drei Kanten rausnehmen und dann diese drei übrig gebliebenen Stücke durch drei neue Kanten wieder einfügen. Sie erinnern sich, ich zeichne es vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung an. Sie haben hier, so, eine Rundtour mit drei Kanten, die Sie jetzt hier ausgerählt haben. Und diese drei Kanten schmeißen Sie raus. Dann bleiben diese drei Stücke übrig. Und wenn Sie das jetzt richtig machen, so, 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 und dann gegebenenfalls noch hier diese drei Bruchstücke, da was umdrehen, wie eben bei den zwei Kanten, dann haben Sie wieder eine Rundtour. Ist eine reichhaltigere Struktur, die Wahrscheinlichkeit, noch nicht im lokalen Optimum hängen zu bleiben, sondern weiterzukommen, ist natürlich damit größer geworden. Nur dafür kostet natürlich die Evaluierung dieser Rundtour mehr. Wir haben jetzt plötzlich kubisch viele Nachbarn und nicht mehr quadratisch viele Nachbarn. Soll ich das runtermachen? Bitte? War dann ja? Also ich denke mir, in diesem Fall muss das Ja, hat das Ja mehr Gewicht als das Nein. So, da. Gut. So, das ist das generelle Problem, ein weiteres Beispiel. Wir haben das Steinerbaum-Problem letztes Mal als Beispiel gesehen für algorithmische Problemstellung oder vorletztes Mal. Sie erinnern sich, die Problemstellung ist hier oben nochmal visualisiert, gegeben. Input ist ein ungerichteter Graph mit Kantenlängen plus Terminalen, das ist eine Auswahl der Knoten. Und gesucht ist ein Baum minimalen Gewichts, sodass alle Terminale miteinander verbunden werden. Das ist die Verallgemeinerung des Minimum Spanning Trees darauf, dass nicht mehr alle Knoten miteinander verbunden werden müssen, sondern eine Auswahl. So, und hier sehen Sie eine Möglichkeit beispielsweise, wie man eine Nachbarschaft definieren kann. Wir haben hier ein kleines Stück hergenommen in einer Lösung. Einen kleinen Pfad, schmeißen den raus und ersetzen ihn durch einen etwas anderen Pfad. Das ist eine Möglichkeit, anderes Beispiel in diesem anderen, bei dieser anderen Problemstellung, wie man von einer zulässigen Lösung zu einer anderen zulässigen Lösung kommen kann. Bipartition, das Beispiel hatten wir beim letzten Mal auch schon angesprochen. Kann man relativ schnell jetzt drüber gehen. Denken Sie sich das Szenario, mir fällt leider kein besseres Szenario ein, Scheidung. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Güter, die aufzuteilen sind und man möchte gerne möglichst 50-50 aufteilen. Zum Beispiel hier, wenn das B 50% ist. Oder doch, mir fällt doch was Besseres ein. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Lastwagen, Sie wollen viele schwere Güter transportieren, dürfen das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten, wollen aber insgesamt möglichst viel Gewicht wegkriegen, sodass es gerade so eben noch das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreitet. Sie wollen also die Summe der Gewichte, die Sie in den Lastwagen packen können, maximieren. Wobei genau diese Summe der Gesamtgewichte nicht dieser Gewichte nicht das Gesamtgewicht, das zulässige Gesamt, nein, also genau gesagt, die zulässige Zuladung
nicht überschreiten darf. Das Gesamtgewicht ist ja inklusive dem Eigengewicht. Also wir suchen eine Teilmenge der Gesamtmenge von Gütern, repräsentiert durch ihre Indizes, und wollen das maximieren unter dieser Bedingung. Jetzt hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, die Möglichkeit, eine Nachbarschaft zu definieren. Zwei zulässige Lösungen sind Nachbart, genau dann, wenn ich komme von einer Lösung zur anderen, indem ich aus dieser Lösung ein Item rausnehme, ein Stück rausnehme und ein anderes dafür reinsetze. Haben wir beim letzten Mal schon gesehen, warum das keine so gute Idee ist. Damit ist der Lösungsraum massiv fragmentiert. Dieser Graph auf dem Lösungsraum, dieser Nachbarschaftsgraph ist massiv unzusammenhängend, denn wenn Sie 10 Stück zu transportieren haben und nur diese, also Sie haben eine Lösung mit 10 Stück und Sie haben nur diese Regel, um zur benachbarten Lösung zu kommen, dann kommen Sie niemals und unter keinen Umständen zu einer Lösung mit 11 oder mit 9 Stück oder mit noch was anderem. Sie kommen immer nur zu einer anderen Lösung mit 10 Stück. Deshalb wäre es also besser, definieren die Nachbarschaft ein bisschen anders, so wie hier in diesem zweiten Spiegelstrich, dass Sie sagen, Sie kommen von einer zulässigen Lösung zu einer benachbarten, indem Sie drei Arten von Schritte erlauben, diesen Austauschschritt wie eben, aber auch Sie erlauben, dass ein Element eingefügt wird einfach, oder Sie erlauben auch, dass ein Element ausgefügt wird, also rausgenommen wird. Ist im Zusammenhang mit lokaler Suche noch nicht so toll, weil ein Element rausnehmen wird man nie, kann ja keine Verbesserung geben. Element einfügen ist nach irgendeinem Schritt auch Schluss. Wenn Sie entsprechend viele Elemente eingefügt haben, können Sie keins weiteres mehr einfügen. Ist aber nicht unbedingt die optimale Lösung. Aber im Zusammenhang mit komplexeren Strategien, die wir hoffentlich heute schon beginnen können, wäre so eine Nachbarschaft schon ausreichend gut. Also generell sollten wir uns aber merken, wenn wir eine Nachbarschaft definieren, dann sollten wir wirklich abstrakt auf den Nachbarschaftsgraphen mal gucken und schauen, ob der zusammenhängend ist. Wenn er nicht zusammenhängend ist, dann kann es uns passieren, wie wir starten mit einer Startlösung in einer Zusammenhangskomponente und die guten Lösungen sind in einer anderen Zusammenhangskomponente. Pech gehabt. In der Zusammenhangskomponente, wo wir starten, sind nur schlechte Lösungen, wenn wir Pech haben. Und wir haben keine Chance, zu den guten Lösungen zu kommen. So, ein anderes Beispiel, disjunkte Pfade. Sie haben wieder einen Graphen, der kann gerichtet oder ungerichtet sein. Und was Sie wollen, also das ist hier bei uns ein Graph. Sie müssen sich also denken, das ist jetzt ein Bild, ein Diagramm eines Graphens mit Knoten und Kanten drin. Und was Sie jetzt insbesondere haben, sind Knotenpaare. S1, T1, S2, T2, S3, T3. Und Sie wollen Pfade ziehen zwischen S und T, sodass sich diese Pfade nicht berühren. Dass Sie also beispielsweise von S1 nach T1 hier einen Pfad durchziehen, von S2 nach T2 müssen Sie dann schon hier hinten rumgehen und von S3 nach T3 können Sie dann stattdessen da lang wieder gehen. Ja, also Sie wollen Pfade durchziehen zwischen vorgegebenen Knotenmengen und zwar nicht nur einen Pfad pro Knotenpaar ST, sondern eine vorgegebene Anzahl von Pfaden sogar noch finden. Also durchaus ein komplexes Problem. Das Problem taucht in Logistik immer wieder auf, wenn Sie verschiedene Dinge, auch vielleicht nicht materielle Dinge, wie beispielsweise bei der Informationsübertragung durch verschiedene Kanäle routen wollen. So, und das ist die Aufgabe, eine gewisse Disjointness Condition. Zielsetzung ist, eine maximale Anzahl dieser Pfade tatsächlich zu realisieren. Im Allgemeinen wird es nicht klappen,
diese Pfade alle zu realisieren, sondern aber dann wollen wir sagen, wir wollen auch möglichst viele davon haben. Je nach Kontext macht es Sinn, Kanten des Jungteils zu haben. Das heißt, dass die Bedingung ist, keine zwei Pfade dürfen eine gemeinsame Kante haben. Oder sogar strenger, keine zwei Pfade dürfen keinen gemeinsamen Knoten haben, außer natürlich gemeinsame Endknoten. Klar, wenn zwei Pfade am selben Knoten starten sollen und zum selben Knoten hinkommen sollen, dann haben sie natürlich diese beiden Endknoten gemeinsam. Deshalb sagt man da auch von internally noticed joint, intern Knoten des Jungt. Kapazitäten, also das wäre noch die dritte Möglichkeit, dass jede Kante eine gewisse Aufnahmekapazität hat. Dass, wenn eine Kante Kapazität 3 hat, dann heißt es, es können drei Pfade über diese Kante gehen. Also diese Kante darf in drei Pfaden enthalten sein. Ja, eine natürliche Modellierung, die Ihnen sicherlich in der einen oder anderen Form, in ähnlicher Form auch beispielsweise bei Telekommunikation wieder unterkommen wird. So, Sie sehen hier ein Fragezeichen in der Überschrift. Neighborhood for disjoint path? Fragezeichen, question mark. Warum? Weil das hier jetzt kein Beispiel, sondern ein Antibeispiel ist. Versuchen Sie sich das mal vorzustellen. Wie könnte hier eine Nachbarschaft aussehen? Eine Nachbarschaft, die man noch handhaben kann. Das wird schon ziemlich schwierig. Ja, was wir gesehen haben, die Idee, einen Pfad teilweise vielleicht zu ersetzen durch einen anderen Pfad oder ähnliches. Wenn die Situation schon eng gepackt ist, dann wird man da kaum noch Bewegungsfreiheit in irgendeiner Richtung haben, um jetzt solche Modifikationen durchzuführen. Man wird mindestens dann vielleicht noch erzwingen müssen, dass ein anderer Pfad, der hier ursprünglich lang geht, stattdessen auch geändert werden muss. Das kann wieder weitere Änderungen von anderen Pfaden provozieren, weil der jetzt plötzlich nicht mehr disjunkt mit anderen Pfaden ist und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist klar und das sagt auch die Erfahrung, das ist ein Beispiel dafür, wo man mit nachbarschaftsbasierten Verfahren nicht weiterkommt. Und deshalb sollte man, wenn man sich mit so einer Problemstellung befasst, da sollte man eher nach anderen Möglichkeiten suchen. So, die einfachen Ideen, straightforward, die einfachen naheliegenden Ideen, wenn wir einen Pfad oder einen Teil eines Pfades, Subpath, oder ein paar Pfade ändern wollen, das führt, wie gesagt, nicht weiter, weil man dann kaum, also um wirklich zu einer Verbesserung zu kommen, dass man plötzlich einen Pfad ziehen kann, den man vorher nicht ziehen konnte, und damit die Gesamtzahl der Pfade erhöhen kann, das wird einfach algorithmisch nicht mehr handhabbar. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man nach ein paar Schritten, wo man einfach in der freien Wüste mal schön ein paar Pfade einfügen könnte, wenn es anfängt, dicht zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dann schon Schicht ist, dass man nicht mehr weiterkommt mit dem Versuch, mit lokaler Optimierung oder ähnlichem jetzt zur Verbesserung zu kommen. So, jetzt überspringen wir das. Dieses Fallbeispiel haben wir auch beim letzten Mal übersprungen, als wir noch algorithmische Problemstellungen betrachtet haben. So. Aber Sie kriegen natürlich die Information auch nochmal rechtzeitig, was wir alles an Folien übersprungen haben. Und selbstverständlich bedeutet übersprungen nicht prüfungsrelevant. So, jetzt betrachten wir noch ein paar Beispiele von exakten Nachbarschaften. Das heißt, von algorithmischen Problemstellungen mit einer zugehörigen Nachbarschaftsstruktur darauf, sodass diese Nachbarschaft in dieser Problemstellung tatsächlich exakt ist, was bedeutet, dass diese Problemstellung sich tatsächlich durch dieses primitive lokale Suchschema lösen lässt, optimal lösen lässt. Konvexe Programmierung, da will ich jetzt nur noch mal kurz an das Bild erinnern, was wir schon zweimal, glaube ich, dran hatten. So wie es aussieht, haben wir
Ach, da ist gerade. So. Das können Sie sich gut im Eindimensionalen vorstellen. Sie haben eine konvexe Funktion, definiert über einer konvexen Menge. So, eine konvexe Menge im Eindimensionalen ist ein Intervall. Und Sie wollen das globale Optimum finden und Sie sehen an dem Beispiel schon, das globale Optimum ist entweder am Rand, wenn die Funktion monoton wachsend oder monoton fallend in dem Bereich ist, oder sie ist irgendwo genauso wie hier markiert. Und wenn Sie irgendwo anfangen, Nachbarschaft ist definiert hier auf dieser Folie und so würde man das eigentlich auch immer ungefähr machen, als alle Lösungen sind benachbart, deren Distanz zur aktuellen Lösung einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Das heißt also, eine gewisse Schrittweite nicht überschreitet, sodass wir auf die Art und Weise, wenn wir immer verbessernde Schritte machen, dann automatisch zu einer Lösung kommen. Wir kann sein, dass wir hier kurz über die Lösung rüberspringen, aber dann kommen wir irgendwie da noch weiter wieder zurück. Mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Das ist sozusagen das prototypische Beispiel für lokale Suche, wo das gut funktioniert. Und wenn Sie so eine schöne differenzierbare Funktion haben wie hier, dann kennen Sie aus der Analysis, dass man eben den Gradienten, auch im Mehrdimensionalen, den Gradienten berechnet und in der Richtung geht man ein kleines Stück, um dem globalen Optimum näher zu kommen. Und zwar nur ein kleines Stück, damit man nicht einen großen Sprung über das globale Optimum hinweg macht und wieder zurücklaufen muss. So, diese Nachbarschaftsbeziehung ist exakt. Ich denke, ich aus dem Bild einsichtig. Wenn Sie Lust haben, nochmal Ihre Kompetenzen in Analysis, also Calculus, nochmal anzuwenden, dann können Sie gerne versuchen, das zu beweisen. Aber das ist natürlich nicht relevant für die Veranstaltung hier, auch nicht für die Prüfung. So, Matching, dieses Beispiel hatten wir ja auch beim letzten Mal. Sie erinnern sich, wir haben gegeben einen ungerichteten Graphen. Sowas zum Beispiel. Ich zeichne den Graphen wieder planar, damit es übersichtlich ist, aber es muss natürlich kein planarer Graph sein. So, und Matching besteht aus Kanten, ist eine Kantenmenge mit der Eigenschaft, dass keine zwei Kanten in diesem Matching einen Endknoten gemeinsam haben. So, hier anhand dieser Zeichnung möchte ich zwei Begriffe kurz nochmal klären. Das hier ist eine Matched Edge, eine Kante, die zum Matching dazugehört. Und der Knoten, der zu keiner Matching-Kante inzident ist, das ist ein Exposed Vertex. So wie das hier auf der Folie definiert ist. Oder ein Free Vertex. Meistens nennt man es Exposed. Ich denke, diese Begrifflichkeiten sind intuitiv. So, jetzt machen wir mal vielleicht einen kleinen Sprung hier hin. Also zunächst einmal befassen wir uns mit Pfaden, die hier auf dieser Folie elementar genannt werden. Das heißt, jeder Knoten ist maximal einmal auf diesem Pfad drauf. Ja, es gibt keine Schlingen, keine Zyklen in diesem Pfad. Außer höchstens, so wie hier, wenn sich der ganze Pfad zu einem Zyklus schließt. So, Alternating, wird in diesem Bild hier visualisiert. Das ist das Ziel, eigentlich die Hauptaussage dieses Bildes.
Die dicken sind die Matching-Kanten, die dünnen sind nicht gematchte Kanten. Und das sind die vier Fälle, wie ein Alternating Path, ein alternierender Pfad aussehen kann, nämlich gematcht, ungematcht, gematcht, ungematcht, gematcht, ungematcht, gematcht. Also Anfang und Ende ist eine Matching-Kante oder so wie hier, Anfang und Ende ist eine nicht gematchte Kante, aber auch jede zweite Kante ist gematcht oder so wie hier, eine Endkante ist gematcht, die andere nicht. Oder er schließt sich zu einem Zyklus und beachten Sie, dass dieser Zyklus dann natürlich gerade Länge haben muss. Das geht nicht anders. Wenn alternierend, gematcht, ungematcht, einmal rum klappen soll, dann muss der Zyklus so wie hier Länge 6 haben, aber jedenfalls gerade Länge. So, das ist das, was hier steht. Wir haben einen Pfad, entweder jede mit einer ungeraden Zahl indizierte Kante in der Reihenfolge gehört dazu und die andere nicht, oder eben umgekehrt. So, was ist die Nachbarschaftsbeziehung hier? Die Nachbarschaftsbeziehung sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber gar nicht so kompliziert. Sie sehen hier zwei verschiedene Matchings im selben Graphen oben, ein blaues und ein rotes Matching. Und was Sie hier sehen, rechts, ist die symmetrische Differenz. Was ist die symmetrische Differenz? Also genauer gesagt, was Sie als symmetrische Differenz hier sehen, ist nochmal so komisch grün umkringelt. Das ist dieser einzelne Pfad, der hier unten hochgeht und hier oben runter geht. Die symmetrische Differenz, das sind die Kanten, die in dem einen Matching drin sind, aber nicht im anderen. Die also entweder rot oder grün sind, aber nicht beides. Ja? Andere Fälle sind beispielsweise diese Kante hier, die ist in keinem von beiden drin, ist daher auch nicht in der symmetrischen Differenz drin. Diese Kante hier ganz oben, diese horizontale, ist in beiden drin, ist daher nicht Teil der symmetrischen Differenz, weil in der symmetrischen Differenz nur die sind, die in exakt einem der beiden Matchings drin sind. So, also dieser eine Pfad ist hier ist die symmetrische Differenz. Und genau das ist die Definition der Nachbarschaft. Zwei Matchings sind benachbart, wenn diese symmetrische Differenz so wie in diesem Beispiel oben ein einzelner alternierender Pfad ist. Das heißt also, die beiden Matchings sind nicht weit auseinander, so ähnlich wie beim TSP, wo wir ja nur zwei Kanten durch zwei andere ersetzt haben. Diese beiden Matchings sind nicht weit auseinander. Wir können auf diesem alternierenden Pfad die einen Kanten durch die anderen ersetzen. Das ist die Idee dabei. So, das ist und kommen dann von dem einen Matching zum anderen. So, die Behauptung ist, dass diese Nachbarschaftsbeziehung exakt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir können unser lokales Suchschema anwenden. Wir haben ein gegebenes Matching, so wie dieses hier, M1 oder meinetwegen auch wie M2. Also nehmen wir mal M1. Wir haben so ein gegebenes Matching. Das ist unsere momentane aktuelle Lösung. Wenn das nicht die optimale Lösung ist, wenn das kein globales Optimum ist, wenn wir noch nicht da sind, wo wir hinkommen wollen, sondern wenn es noch eine schlechtere Lösung als die global optimale ist, dann sagt das, diese Exaktheit, wir finden einen alternierenden Pfad, mit dem wir dieses Matching verbessern, indem wir die Kanten auf einem alternierenden Pfad, die zu unserem jetzigen Matching gehören, rausschmeißen. Und die anderen Kanten, die nicht zu unserem Matching gehören, reinschmeißen. Und das ist natürlich dann besonders dieser zweite Fall hier relevant. Denn schauen Sie mal, wenn Sie sich jetzt den Gedanken vorstellen, wir nehmen die Matching-Kanten jeweils raus auf diesem Pfad. Im Gesamtgraphen haben wir diesen einen Pfad als Teil des Graphen. Wir nehmen die gematchten Kanten alle raus aus dem Matching und die ungematchten stattdessen rein. Hier oben haben wir damit sogar noch einen Verlust gemacht, von 4 auf 3 runtergegangen auf dem Pfad. Insgesamt ist das Matching um 1 reduziert. Hier in Fall 3 und in Fall 4 hat sich gar nichts geändert. Die Anzahl der Matching-Kanten ist gleich geblieben. Aber hier im Fall 2 haben wir jetzt momentan drei Kanten auf dem Pfad und wenn wir das entsprechend diesen Austausch machen, haben wir vier Kanten plötzlich. Das heißt, die Aussage ist,
wenn wir noch nicht beim globalen Optimum angekommen sind, dann gibt es einen solchen Pfad wie hier in Fall 2, der bei zwei exposed vertices, bei zwei freien Knoten, also der die als Endknoten hat und eben in diesem Sinne alternierend ist, dass jede zweite Kante eine Matching-Kante ist. Den gibt es, den müssen wir nur finden. Und wenn wir den gefunden haben, dann können wir entsprechend austauschen und haben, wie gesagt, eine Kante mehr ins Matching reinbekommen. Das ist die Aussage, wenn da steht, diese Nachbarschaft auf diesem algorithmischen Problem ist exakt. Wie beweist man das? Oder vielleicht nochmal ganz umgekehrt. Wie ich es eben gesagt habe, ist, wenn wir noch nicht an einem globalen Optimum angekommen sind, dann wissen wir, es gibt einen alternierenden Pfad. Das kann man natürlich logisch umdrehen und sagen, wenn es keinen alternierenden Pfad mehr gibt, dann können wir uns hundertprozentig und felsenfest sicher sein, dass die Lösung, die wir jetzt haben, ein globales Optimum ist. Denn nach Definition von exakt ist jedes lokale Optimum ein globales Optimum. So, warum ist diese Nachbarschaft jetzt exakt? Jetzt kommt dieses böse Wort aus der Mathematik, Beweis. Aber Sie sehen, das ist bei uns hier etwas andere Formen von Beweisen als etwa in der Mathematik, typischerweise, wie Sie sie dort kennengelernt haben, weil uns hier nicht wirklich ein solches mathematisches Kalkül zur Verfügung steht, beziehungsweise man könnte, wenn man wollte, alles wirklich genauso wie in der klassischen Mathematik ein mathematisches Kalkül hineinpressen, aber das versteht kein Mensch mehr, das wird viel zu komplex. Sie kennen das ja von dem Thema, ich glaube, in FGD 3 mit Verifun und so. Sie wissen, was ich damit meine. Beweise zu versuchen, wirklich mit einem Kalkül hinzubekommen. Da kommt man nicht wirklich weit. So, was müssen wir beweisen? Wir müssen beweisen, wenn ein Matching nicht das globale Optimum ist, wenn M1 kein globales Optimum ist, wenn es also ein besseres gibt, M2, dann gibt es einen alternierenden Pfad für M1, der tatsächlich eine Verbesserung bringt. Das heißt, wenn wir die symmetrische Differenz aus den beiden nehmen, was nichts anderes bedeutet, machen Sie sich das vielleicht nochmal im Nachhinein klar. Die symmetrische Differenz zwischen diesem Matching und diesem alternierenden Pfad nehmen bedeutet einfach alle Kanten auswechseln auf diesem Pfad, die gematchten zu nicht gematchten und die nicht gematchten zu matchen machen. So, es gibt einen alternierenden Pfad, mit dem wir 1 besser werden. Das müssen wir beweisen, dass es den gibt. So, wir machen uns Folgendes mal klar. Wenn wir uns diese symmetrische Differenz ansehen, die sehen wir uns jetzt wirklich nochmal an. Jeder Knoten, jeder einzelne Knoten im Graphen ist inzident zu höchstens einer blauen Kante und zugleich auch inzident zu höchstens einer roten Kante. Das heißt also, was nicht passieren kann, ist, dass die Zusammenhangskomponenten der symmetrischen Differenz komplizierter sind als das, was Sie hier in diesem Beispiel schon sehen. Sie können keine Verzweigung drin haben. Ja, stellen Sie sich vor, es wäre eine Verzweigung an irgendeinem dieser Knoten. Der müsste rot sein oder blau. Wenn er rot ist, wäre das rote kein Matching gewesen. Wenn er blau ist, wäre das blaue kein Matching gewesen. Also, es gibt keine Verzweigung hier. Die Zusammenhangskomponenten der symmetrischen Differenz sehen so aus, potenziell vielleicht geschlossen als Zyklus von gerader Länge oder eben als offener Pfad. Die Zusammenhangskomponenten des symmetrischen Matchings sind, so wie in diesem Bild gezeichnet, Pfade. Disjunkte Pfade, die sich nicht berühren, die sich in keinen einzigen Knoten berühren. Weil wenn die zwei Pfade sich berühren würden, hätten wir an dieser Stelle einen Widerspruch dazu, entweder dass es das blaue oder dass es das rote Matching ist. So, dieses Bild sagt also die Wahrheit. Ja, aber Sie müssen immer aufpassen. Bilder sind suggestiv. Man kann sehr schnell von einem Bild überzeugt werden, von Dingen, die einfach nicht stimmen. Aber ich hoffe, ich konnte Ihnen erläutern, dass dieses Bild in diesem Aspekt tatsächlich stimmt. So. Wenn das also alles tatsächlich Pfade und Zyklen sind, alternierende Pfade und alternierende
geschlossene Pfade, Zyklen. Na, auf den geschlossenen Pfaden ergibt sich kein Unterschied zwischen den beiden Matchings. Das haben wir eben festgestellt. Das ist eine gerade Anzahl. Das heißt, die Anzahl roten, die Anzahl blauen Kanten sind gleich. Können wir vergessen. Betrachten wir die Pfade. Wenn dieses M2 tatsächlich größer ist als dieses M1, dann kann die symmetrische Differenz nicht nur aus Pfaden von Fall 1, von Fall 3 und von Fall 4 bestehen, sondern es muss mindestens einen Pfad geben von Fall 2, sonst könnte ja nicht dieses Matching, das M2, eine größere Anzahl von Kanten haben als dieses Matching M1. Das ist die Logik. Es muss mindestens, also nochmal, die symmetrische Differenz zerfällt in Pfade, die so aussehen wie diese vier Fälle, zwangsläufig, die auch noch knotendisjunkt sind. Es muss mindestens einen Pfad von Fall 2 geben, sonst geht es nicht auf, rechnerisch, dass das zweite Matching M2 größer ist als das erste Matching. Das heißt, es muss diesen alternierenden Pfad so wie in Fall 2 geben. Fertig. Damit ist der Beweis verbracht. Es muss einen solchen verbessernden alternierenden Pfad geben. Ist doch nicht so schwer, oder? So eine Beweisführung. Falls Sie damit noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, oder wer von Ihnen hat vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Art von Beweisführung jetzt, mit dem, was wir jetzt hier gesagt haben? Man darf sich ruhig melden. Okay, was können Sie es verbalisieren, was Ihr Problem ist? Okay, dann, wenn es nicht möglich ist, hier Probleme konkret zu verbalisieren, dann wäre mein Vorschlag, dass Sie es nochmal sich genau ansehen und entweder haben Sie es dann verstanden oder Sie können eine konkrete Frage formulieren. Wenn alles mit der Aufnahme klappt, können Sie es natürlich nicht nur ansehen, sondern auch anhören. So. Lokale Suche bedeutet also, wir haben ein Maximierungsproblem. Wir wollen die Anzahl der Kanten maximieren. Und in jeder Schleife haben wir in dem lokalen Suchschema, das wir betrachtet haben, haben wir ein aktuelles Matching, eine aktuelle Lösung. Wir suchen uns eine benachbarte Lösung, die sich von der jetzigen Lösung darin unterscheidet, dass sie größer ist, dass sie mehr Matching-Kanten hat. Das heißt, wir suchen einen alternierenden Pfad im jetzigen Matching M Stern, der dem Fall 2 entspricht, eben der uns erlaubt, durch Austausch der Kanten zu einem Matching von größerer Größe zu bekommen. Die nennt man auch manchmal M Stern, augmentierende Pfad, also bezogen auf dieses Matching. Na gut. Eine historische Notiz ist, dass das Ganze schon gefunden wurde, lange vorher von einem reinen Graphentheoretiker namens Berge, Franzose, der überhaupt nichts mit lokaler Suche oder so weiter am Hut hat, aber der schon herausgefunden hat, schon vorweggenommen hat, im Jahr 1957, das ist, wissen Sie, in der Informatik bzw. in den verwandten Gebieten der Mathematik ist das uralt, das ist Dinosaurierzeitalter, schon herausgefunden hat, dass ein Matching maximal ist, genau dann, wenn es keinen solchen augmentierenden Pfad mehr gibt. So, das ist aber leider noch nicht die ganze Geschichte. Zunächst mal scheint es einfach zu sein. At first glance, also auf den ersten Blick, scheint es einfach zu sein, einen solchen augmentierenden Pfad zu finden. Ja, Sie sehen es hier unten. Wir nehmen uns irgendeinen freien Knoten her, V, und so einen Exposed Vertex und gucken uns an, mit einer Breitensuche beispielsweise oder einer Tiefensuche, wie weit wir kommen, wenn jede zweite Kante gematcht ist. Also die erste ungematcht, die zweite gematcht und so weiter und so fort. Sie sehen hier, wenn wir immer hier oben lang gehen, kommen wir sofort zu diesem freien Knoten und haben schon einen alternierenden Pfad gefunden, wie wir ihn haben wollen. Oder wenn wir hier lang gehen, kommen wir zu diesem Knoten, haben auch schon einen alternierenden Pfad gefunden, wie wir wollen. Wenn wir hier einen Austausch machen, haben wir auf diesem Pfad aus zwei Kanten drei Kanten gemacht und damit insgesamt die Anzahl der Matching-Kanten erhöht. Oder Sie gehen hier entlang und kommen so auch zu diesem Knoten. Also sieht so aus, als ob es überhaupt kein Problem wäre, mit einer normalen Graphensuche einen solchen alternierenden Pfad zu finden. Gut, also irgend so eine Sache wie Tiefensuche, Breitensuche oder sonst was. Aber
Wie dieses Beispiel hier zeigt, ist es die Sache leider ein bisschen komplizierter. Eine solche einfache Graphensuche reicht nicht. Ja, wenn Sie sich vorstellen, so wie hier im rechten Bild angedeutet, das ist die Ausgangssituation. Sie sehen hier, es gibt eine Möglichkeit, das Matching zu verbessern, indem wir von V aus losgehen und dann durch den Zyklus durchgehen und dann hier weitergehen. Es gibt einen augmentierenden Pfad. Aber die Graphensuche könnte zum Beispiel so durchgehen, wenn wir beispielsweise Breitensuche haben, dass wir hier in beide Richtungen verzweigen und dann hier weitergehen. Und damit ist es völlig unmöglich, diesen einen alternierenden Pfad, den es hier noch gibt, zur Verbesserung zu finden. Das haben wir uns selber verbaut mit unserer Breitensuche. Oder mit Tiefensuche können Sie das Beispiel entsprechend variieren, wird genau zum selben Problem führen. So, jetzt ein Wort, was man ungern in der Wissenschaft liest, embarrassingly. Heißt peinlicherweise. Liest man natürlich sonst auch, also wenn es einen selbst betrifft, liest man das natürlich auch sehr ungerne. So, diese Tatsache, dass das nicht funktioniert, dass normale Graphensuche nicht funktioniert, ist 10 Jahre lang unentdeckt geblieben. In dem Mitte der 50er Jahre, ja, Theorem von Bersh, hat man sich das Problem zum ersten Mal genau angeschaut, hat dieses Resultat gefunden, dass es einen alternierenden Pfad gibt, und ist selbstverständlich davon ausgegangen, ja, überhaupt kein Problem, mit Graphensuche finden wir das. 10 Jahre später ist es einem der Big Old Names, Jack Edmonds, aus dem Bereich Algorithmik plötzlich aufgefallen, Moment, so einfach geht das nicht. Da gibt es ein Problem. Und er hat nicht nur das Problem gesehen, sondern er hat auch noch tatsächlich den entsprechenden Workaround gefunden, um dann tatsächlich zu einem korrekten Algorithmus zum Finden solcher alternierenden Pfade zu kommen. Was ist das Problem? Das ist genau das, was wir hier hatten. Kanten von ungerader Länge. Zyklen von ungerader Länge, so wie hier. Die sind das Problem. Zyklen von gerader Länge sind kein Problem. Das können Sie sich vorstellen, wenn man da reinkommt, in einen Zyklus gerader Länge. In der Graphensuche. Sowas hier, ein bisschen größer. So, jeder zweite Kante ist gematcht. Und Sie kommen zum Beispiel von, naja, machen wir wie in unserer Kultur üblich, von links nach rechts. Sie kommen so rein. Dann laufen Sie so weiter und hier haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, Sie sind schnell genug hier, dass der nicht schneller sein kann, Ihnen nicht zuvorkommen kann. Und hier können Sie dann entscheiden, dass Sie auf die Art und Weise weitergehen können, von hier aus. Ja, wenn er ungerade Länge ist, kann es Ihnen passieren, je nachdem, wo diese Kante ist. Erstmal sieht das Bild ein kleines bisschen anders aus, so. So zum Beispiel. Und Sie entscheiden sich zum Beispiel dafür, hier lang zu gehen. Und der Ausgang ist hier. Dann müssten Sie eigentlich hier lang zu gehen, aber Sie kommen da nicht hin, weil Sie sich dadurch, dass Sie in dieser Richtung auch gehen, diese Möglichkeit hinterher verbauen. Da kommen Sie nie wieder mit der anderen Suche hin, wo Sie eigentlich hin müssten. Das ist das Problem. Zyklus ungerader Länge. Genannt eine Blüte. Mir hat mal ein Kollege gesagt, er hätte eine Anfrage aus der Biologie bekommen. Da gibt es einen klassischen Artikel: Path, Trees and Flowers. Blossoms, Entschuldigung. Path, Trees and Blossoms.
Und da hätte er Anfragen aus der Biologie bekommen. Der hat den Leuten das dann auch immer geschickt, das Papier, aber hat dann nie wieder was von denen gehört. Offensichtlich hatten die Leute darunter dann sich was anderes vorgestellt, was da wohl in dem Papier drin sein könnte. So, das ist die Situation, wie ich sie hier rechts gezeichnet habe. Alle Kanten sind, soweit es geht, gematcht. Der übrig gebliebene Knoten links in dem Bild ist auch gematcht und wir kommen von links her rein. So, was er gemacht hat, der Workaround ist, das können Sie am besten an dem Bild hier unten sehen, wenn man den findet, so, ja, man findet den natürlich mit Breitensuche, so einen Zügel ungerader Länge, weil man dann von zwei Seiten hinkommt und dann treffen sie sich in der Mitte wieder. Ja, Breitensuche würde ja hier drei Schritte machen und hier drei Schritte machen und dann merkt man plötzlich, dass diese beiden Teilsuchen eine Kante gemeinsam haben. Wenn man das findet, dann ersetzt man diesen ganzen Zügel durch einen einzigen Knoten, macht weiter, als wäre nichts geschehen, berechnet ein Matching und aus diesem Matching berechnet man hinterher wieder ein Ursprungsmatching. Also Sie sehen, es ist dann doch noch mal ein bisschen komplizierter. Weitere Details brauchen wir hier nicht zu betrachten. Am Ende werden diese Shrinking-Operationen, diese Reduktion der einzelnen Zyklen auf einzelne Knoten natürlich wieder andern, werden wieder zurückgenommen. Und das Matching wird dann auf diese Kanten, die jetzt wieder zurück entstanden sind, erweitert. So, damit sind wir durch mit dem Thema Matching. Noch ein Beispiel zu exakten Nachbarschaften, was in gewisser Weise ähnlich ist, aber doch noch ein bisschen anders. Und dann gehen wir über zu den heuristischen Algorithmen, nämlich zu den Algorithmen, in denen wir dieses lokale Suchschema variieren, auf verschiedene Arten und Weisen variieren, um dieses kapitale Problem. Melden Sie, ist das eine Meldung? Entschuldigung, was ist die Frage? Nur bei ungeraden Zyklen, Zyklen ungerader Länge. Ja? Jetzt muss ich noch mal überlegen. Also Sie meinen, das Problem taucht hier auch auf, in diesem Beispiel. Ich habe es leider akustisch nicht genau verstanden. Wollen Sie es mal zeichnen? Ich verstehe es jetzt nicht. Außerdem stelle ich gerade fest, dass das Bild falsch gezeichnet ist. Der kann natürlich nicht hier weitergehen. Der hat ja nur die Möglichkeit, hier oben lang zu gehen, weil hier ja zwei ungematchte Kanten auftreten. Bitte. Wir können auch wischen, wenn Sie wollen. Ja? Okay. Ja, dann gibt es aber keinen alternierenden Pfad, weil wenn er hier lang geht, sind die beiden Kanten ungematcht. Und wenn er hier lang geht, sind die beiden Kanten ungematcht. Okay, gut. Ist doch schön, dass wir hier so eine kleine familiäre Gruppe sind, ne? Nur, dass der Raum nicht so klein und familiär ist. Gut. Also noch ein letztes Beispiel. Das hat viele Anwendungen, aber es hat inzwischen neuere Anwendungen, die damals bei der Abfassung dieser Folien noch gar nicht gab, noch gar nicht existierten. Stellen Sie sich vor, in einem Kommunikationsnetzwerk, Peer-to-Peer-Netzwerk, terrestrisch oder sonst wie. Ja, eine der Hauptworkloads oder wenn nicht sogar der Hauptworkload inzwischen ist das Runterladen von Filmen. Nicht? Was Sie da haben, ist über eine gewisse Periode von Zeit hinweg dann eine Art Steady State oder das wäre das Idealbild. Also die Anforderungen sind, da ein Film nun mal ein bisschen länger dauert, also ich rede jetzt hier von Spielfilmen,
Die Anforderungen sind also über einen gewissen Zeitraum hinweg mehr oder weniger die gleichen. Nur wenn mal jemand Neues noch einen Film runterladen will oder jemand anders keinen Film mehr runterladen will, also wenn einer fertig ist, ändern sich die Anforderungen, aber so im Großen und Ganzen sind sie gleichbleibend. Und das kann man sich vorstellen. Also dieses Beispiel ist es nicht von mir vollständig durchdacht. Es dient der Illustration. Ich weiß nicht, also um mehr zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich so anwenden würde, aber diese Problemstellung hat mehr als genug Anwendung, beispielsweise in der Logistik wieder. Also es ist kein akademisches Beispiel. So, also aber bleiben wir mal bei dem Thema Kommunikationsübertragung. Sie haben dann also einen gerichteten Graph, das ist Ihr Kommunikationsnetzwerk. Sicherheit könnte vielleicht auch ungerichtet sein, wenn das bilaterale Kanäle sind. Bleiben wir sicherheitshalber beim gerichteten Fall. Wir haben zumindest obere Kapazitäten. In dem Beispiel jetzt machen untere Kapazitäten, dass ein Mindestmaß an Fluss durchgehen muss, macht das keinen Sinn. In anderen Fällen macht es durchaus Sinn. Nehmen wir deshalb hinzu. Also für unser Beispiel mit der Filmübertragung sind obere Kapazitäten wichtig, dass natürlich jeder einzelne Kommunikationskanal zwischen zwei Knoten nur eine gewisse Bandbreite hat, dieses U von A, von dieser Kante. Und ein Kostenfaktor, es kostet etwas, eine Einheit Fluss durch diese eine Kante durchzuschicken. So, Sie haben einen Balancewert für jeden Knoten, der aussagt, also im Prinzip sagt der letztendlich aus, von hier wird was reingepusht, wird hier Stromfluss reingepusht an dieser Stelle, dann ist das ein positiver Balancewert. Oder hier soll was reinkommen, dann ist das ein negativer Balancewert. Oder dieser Balancewert ist 0, das heißt, hier soll nichts rein und nichts raus. Das ist ein Durchgangsknoten, der momentan weder Anforderungen noch irgendeinen Service hat. So, ich sehe jetzt gerade, dass das Beispiel vielleicht doch nicht so gut ist, weil dieses illustrative Beispiel, weil natürlich immer, das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, das ist eher die disjunkten Pfade, ein Beispiel eher für die disjunkten Pfade, die wir vorhin hatten, dass wir immer von einem S zu einem T das haben, immer jeweils unterschiedliche Sachen haben. Also nehmen wir das Beispiel mal lieber wieder zurück. Was wir hier haben, ist eine etwas andere Situation. Wir haben einen Flusswert, eine Art von Materie oder immaterielle Sachen, die wir von den Knoten mit positiven Balancewerten zu den Knoten mit negativen Balancewerten durch das Netzwerk durchdrücken wollen. In einem Steady State, also nicht, jetzt kommt eine Einheit hier und dann eine Sekunde später kommen drei Einheiten da oder so etwas, sondern ein stabiler Zustand, der eine Zeit lang zumindest stabil ist. So, was heißt das? Der Flusswert auf jeder Kante, also es ist ein Wert auf jeder Kante, der besagt, wie viel da durchfließt, wie viel an Menge da durchfließt, an Quantität. Also die Qualität dessen, was da durchfließt, interessiert uns nicht. Das kann Gas sein in einem Gasnetzwerk, das kann Wasser sein in einem Wassernetzwerk, was auch immer. Und Sie haben, wie gesagt, in manchen Situationen haben Sie untere Schranken. Natürlich ist immer null eine untere Schranke, klar. Also negative Werte können Sie nicht durchfließen lassen. Aber in manchen Situationen ist auch ein anderer untere Schranke als nur 0 sinnvoll und obere Schranke ist sicherlich immer sinnvoll. So, was heißt das, dieses durchfließen lassen? Sie haben das vielleicht oder vielleicht auch nicht, je nachdem, in der GDI2 schon mal gesehen. Flussprobleme. Wer von Ihnen hat das schon mal in der GDI2 gesehen? Okay, das scheint so die Mehrheit zu sein. Das war eine ziemlich große Mehrheit. Gut, ist aber jetzt auch nichts Schwieriges. Also am einfachsten ist es erst einmal der Fall, dass hier der Balancewert eines Knotens 0 ist. Das bedeutet für diesen Knoten, diese Gleichung bedeutet für diesen dann, wenn hier eine 0 steht, dass die Summe an Fluss, die reingeht,
ist identisch mit der Summe an Fluss, die rausgeht. Das heißt, es ist ein Durchgangsknoten, wo wieder Flusswerte reinkommen in das Netzwerk, wo weder Fluss produziert wird, noch Fluss abgegriffen wird. Reiner Durchgangsknoten. Wenn hier ein positiver Wert steht, B, dann ist also die Summe der Flusswerte, die rausgehen aus diesem Knoten, größer als die Summe der Flusswerte, die reingehen. Das heißt, da ist ein Knoten, an dem wird BV-Einheiten Fluss erzeugt, ins Netzwerk reingespeist. Ja, das ist. Ah ja, es ist das Thema Solarstromerzeugung durch Privatkunden von Stromanbietern ist so ein Beispiel, nicht? Wo inzwischen Hunderttausende, glaube ich, einzelne Kunden nicht nur Solarstrom für sich selber produzieren, sondern auch mit politisch vorgegebenen Preisen auch ins Netz einspeisen können. Und auf der anderen Seite sind Privatkunden natürlich normalerweise Konsumenten von Strom. Also ein Privatkunde, der keine Solaranlage hat, keine Photovoltaik zum Einspeisen hat, der hat hier einen negativen Wert. Einer, der mit Solarenergie Überschüsse einspeist, hat hier einen positiven Wert. Und die Kraftwerke haben natürlich auch einen sehr großen positiven Wert. So, wenn hier ein negativer Wert steht, also wenn ein positiver Wert steht, heißt das, was reingeht von diesem Knoten aus, ist mehr als also das, was rausgeht aus dem Knoten, ist mehr als das, was reingeht. Das ist netto ein Einspeiser. Und wenn hier ein negativer Wert gibt, ist das netto ein, ja, was ist das Gegenteil von Einspeiser? Naja, Ausspeiser wird es wohl nicht heißen. Bitte? Ein Verbraucher, danke. Das sind diese Flow Balance Constraints. Und was wir wollen, ist, also diese ganzen B-Werte hinzubekommen, einen Fluss zu haben, der innerhalb des Kapazitätsbereichs diese Flusserhaltungsbedingungen alle erfüllt, für jeden einzelnen Knoten. Und, aber da kann es ja potenziell viele verschiedene Lösungen geben, die aber verschiedene Kostenwerte haben. Die Kostenwerte wollen wir wieder wie üblich minimieren. Und was minimieren wir hier? Kostenwert, auf jeder Kante war ein Kostenwert pro durchfließende Einheit, also müssen wir den Kostenwert pro durchfließende Einheit multiplizieren mit der Anzahl der durchfließenden Einheiten. Das gibt uns die Kosten für die einzelne Kante und aufsummiert über alle Kanten ergibt uns das den Gesamtkostenwert, was wir bezahlen müssen, um diesen Fluss da durchfließen zu lassen. So, noch eine Nebenbemerkung. In manchen Kontexten ist es sinnvoll, die Bs nicht variieren zu lassen, sondern einfach von vornherein die Bs auf 0 zu setzen, alle. Das heißt also, bei jedem Knoten muss rein gleich raus sein. Und solche Flüsse nennt man dann auch Strömung im Deutschen, im Englischen Circulations. So, was ist jetzt die Nachbarschaftsbeziehung hier? Wir betrachten jetzt Pfade, wir sind in einem gerichteten Graphen, wir betrachten jetzt schwache Pfade, das, was wir hier jetzt schwache Pfade nennen, das sind Pfade, die eben nicht wie normal immer nur Vorwärtskanten haben, wo man immer jede Kante benutzt in der Richtung dieser Kante, sondern wo wir auch Kanten in Rückwärtsrichtung benutzen können. Vom Head, nee, wie rum, also von dem Knoten aus, wo die Kante hinzeigt, zu dem Knoten, von der sie wegzeigt. Ja, also ein Pfad kann dann durchaus. So aussehen, beginnt vielleicht mit zwei Vorwärtskanten, dann zwei Rückwärtskanten, dann wieder eine Vorwärtskante, eine Rückwärtskante und vielleicht noch mal eine Vorwärtskante. So dürfen Pfade jetzt aussehen, hier in diesem Kontext. Das sind schwache Pfade. Und die Nachbarschaftsbeziehung ist ähnlich einfach wie im Fall eben mit dem Matching. Zwei zulässige Flüsse, die also diese ganzen Bedingungen erfüllen, Kapazitätsbedingungen, Flusserhaltungsbedingungen. Zwei zulässige Flüsse sind benachbart, wenn sie sich auf einem solchen schwachen Zyklus, elementary, also kein Knoten kommt mehr als einmal vor, auf einem solchen schwachen Zyklus unterscheiden. Sie sehen das hier, die Unterschiede, wenn Sie hier haben Sie zwei Beispiele im selben Netzwerk von zwei verschiedenen Flüssen. Also hier sind auf den Kanten immer die Flusswerte dieser Kanten abgetragen, die F-Werte.
Und wenn Sie hier sehen, wo unterscheiden sich diese beiden Flüsse, dann sehen Sie hier zum Beispiel auf dieser Kante unterscheiden sich, hier ist eine 1, hier ist eine 2. Sie unterscheiden sich auf der Kante, hier ist eine 1, hier ist eine 0, hier unterscheiden sich, hier ist eine 0, hier ist eine 1 und hier unterscheiden sich, hier ist eine 2, hier ist eine 3. Das sind die drei Kanten und auf jeder einzelnen dieser Kante unterscheiden sich diese beiden Flüsse um einen Zähler. Zufall, dass es nur ein Zähler ist, es könnte auch mehr als ein Zähler sein, bei denen sie sich unterscheiden. So, und diese beiden Flüsse oder Strömungen in diesem ganz konkreten Fall, diese beiden Strömungen sind deshalb benachbart, erfüllen diese Nachbarschaftsbeziehung. So, und was wir jetzt auch wieder sehen werden, ähnlich wie bei Matching, ist diese Nachbarschaft, die so definiert ist, ist exakt. Und das heißt wiederum ganz konkret, ich fange wieder mit einer beliebigen zulässigen Lösung an. Und um zu einer Optimallösung zu kommen, mache ich immer wieder dasselbe. Ich suche mir von der aktuellen Lösung einen solchen Zyklus, so wie hier. Sie sehen, dass das nur ein schwacher Zyklus ist, weil drei Kanten gehen so rum und eine Kante geht so rum. Ich suche mir so einen schwachen Zyklus, der eine Verbesserung bieten kann in Bezug auf Kostenwerten. Und ich verändere entlang dieses Zyklus die Flusswerte entsprechend und komme zu einer besseren Lösung. Das mache ich so oft, bis es nicht mehr geht. Und wenn wir bewiesen haben, dass diese Nachbarschaft exakt ist, dann wissen wir auch, wenn wir das so lange treiben, bis es nicht mehr geht, dann ist das, was wir am Ende herausbekommen, ein globales und nicht nur ein lokales Optimum. So, das ist also das, was wir beweisen wollen. Und Sie sehen, das ist ein bisschen komplizierter. Wir sind jetzt auf Folie 125 und der Beweis geht jetzt bis Folie 130. Da müssen wir ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. So, nur hier als Bemerkung, wovon wir hier reden, lokales Suchschema anwenden, das hat einen Namen in der Literatur, der Negative Cycling Canceling Algorithm. Wir suchen einen Zyklus, wo die Kostenwerte negativ sind, die Summe der Kostenwerte negativ sind, weil wenn wir dann den Fluss auf diesem Zyklus verändern, dann drückt das die Kosten runter. Werden wir gleich sehen. Deshalb Negative Cycle. Canceling heißt, ja, diesen Zyklus zu canceln, diesen Zyklus zu bearbeiten und dann ist das kein Unterschied mehr zur Optimallösung. So, wir brauchen also jetzt ein bisschen Arbeit an dieser Stelle. So, wir haben so einen Zyklus, so einen elementaren Zyklus. Und der hat Vorwärts- und Rückwärtskanten, weil wir ja von schwachen Zyklen ausgehen. So. Wir geben dem Zyklus eine Orientierung, so rum zum Beispiel. Dann ist das also eine Vorwärtskante, das ist eine Rückwärtskante, das ist eine Rückwärtskante, eine Vorwärts, Rückwärts, Vorwärts, Rückwärts. So, also zum Beispiel ist daher diese Kante hier aus Forward, eine Vorwärtskante, und diese Kante hier ist aus Backward, eine Rückwärtskante, weil die Orientierung des Zyklus eben so ist. Wir hätten die Orientierung andersrum nehmen können, hätte sich halt alles umgedreht. So, was wollen wir tun? Wir haben jetzt eine aktuelle Lösung. Wir haben aktuelle Flusswerte F. Wir wollen insbesondere solche Zyklen betrachten, wobei auf der Vorwärtskante
Wenn das A1 ist, das nennen wir mal A2, wo auf der Vorwärtskante noch Luft nach oben ist, zur Erhöhung des Flusswertes. Also F von A1 kleiner Kapazität von A1. Da haben wir noch Luft nach oben. Und bei der Rückwärtskante wollen wir, dass wir noch Luft nach unten haben, größer als der untere Anschlag. Weil wenn wir das haben, wenn wir diese Luft nach oben und nach unten haben, dann können wir Folgendes machen. Wir können den Fluss um einen bestimmten Wert, den wir uns ausgucken müssen, können wir den Fluss auf allen Vorwärtskanten erhöhen und um denselben Wert auf allen Rückwärtskanten vermindern und haben damit eine aus einer zulässigen Lösung wieder eine zulässige Lösung gemacht. Denn warum haben wir damit aus einer zulässigen Lösung eine zulässige Lösung gemacht? Wenn Sie, also die Kapazitätsbedingungen sind eingehalten, weil wir nur so viel den Fluss erhöhen und vermindern, dass wir hier keine Probleme haben, wenn wir hier auf so einer Vorwärtskante den Fluss erhöhen, dass wir natürlich nicht über diesen oberen Anschlag hinausgehen und dass wir natürlich nicht über den unteren Anschlag hier hinausgehen auf der Rückwärtskante, wo wir den Fluss vermindern. Und wenn wir das heißt, die Kapazitätsbedingungen sind eingehalten und die Flusserhaltungsbedingungen, wie sieht es mit denen aus? Gucken wir uns einen einzelnen Knoten an auf diesem Pfad. Die Flusserhaltungsbedingungen, also was gibt es für Möglichkeiten? Ja, genau. Entweder zweimal vorwärts, wenn das die Orientierung ist, oder einmal vorwärts, einmal rückwärts, oder einmal rückwärts, einmal vorwärts, oder zweimal rückwärts. Das sind die vier Möglichkeiten, was an einem einzelnen Knoten auf diesem Pfad sein kann, auf diesem Zyklus. Und was haben wir hier für eine Situation? Hier erhöhen wir um einen gewissen Wert Epsilon, da erhöhen wir auf einen gewissen Wert Epsilon, weil beides Vorwärtskanten sind. Hier erhöhen wir um einen Wert Epsilon, hier vermindern wir um den Wert Epsilon, weil das eine Rückwärtskante ist. Hier vermindern wir um den Wert Epsilon, hier erhöhen wir, hier vermindern wir und hier vermindern wir. Das sind die vier Situationen, die auftreten können. Und Sie sehen in diesem Fall, hier oben, ist die Summe der reingehenden und die Summe der rausgehenden um denselben Wert erhöht worden. Das heißt also, für die Flusserhaltungsgleichung hier ändert sich gar nichts. Diese Summe ist um Epsilon erhöht worden, diese Summe ist um Epsilon erhöht worden. Bleibt gleich, ändert sich nichts. Das Epsilon wird einmal also in dieser Gesamtsumme addiert und einmal subtrahiert, weil es in beiden Summen in der positiv genommenen und negativ genommenen Summe drin ist. Was passiert hier? Das sind zwei reingehende Kanten. Das heißt, an der Summe der rausgehenden Kanten ändert sich sowieso nichts, weil die gar nicht berührt ist. Und die Summe der reingehenden Kanten ändert sich auch nicht, die Flusswerte, weil auf einer Kante wird ein Epsilon erhöht und auf einer anderen Kante wird um dasselbe Epsilon vermindert. Ändert sich in der Gesamtsumme nichts. Dasselbe hier im dritten Fall, das sind zwei rausgehende Kanten. Auf der einen rausgehenden Kante wird der Flusswert um Epsilon erhöht. Auf der anderen rausgehenden Kante wird der Flusswert um Epsilon vermindert. Das heißt, die Summe der rausgehenden Flusswerte ändert sich nicht und die Summe der reingehenden sowieso nicht, weil die gar nicht berührt ist. Alle Knoten, die reingehen, sind gar nicht mit betroffen. Und hier nochmal spiegelsymmetrisch dasselbe wie der erste Fall. Wir haben zwei rausgehende Kanten. Nein, Entschuldigung, eine rausgehende und eine reingehende Kante. Bei beiden vermindern wir den Flusswert um Epsilon. Das heißt, beide Summen in den Flow Balance Constraints werden um Epsilon reduziert und da die eine Summe positiv und die andere Summe negativ eingeht,
geht das Epsilon also einmal negativ und einmal positiv ein und das hebt sich hinweg. Die Flusserhaltungsbedingungen, die Flow Balance Constraints bleiben erhalten. Das ist der ganze Algorithmus. Sie finden einen solchen Zykel. Wie hier. Und so, dass die und betrachten dabei beim Finden dieser Zyklen nur Kanten, wo es vorwärts noch Luft nach oben geht und rückwärts noch Luft nach unten geht. Also sie suchen nicht nur in der Richtung, sie besuchen in ihrer Graphensuche jede Kante nicht nur in der einen Richtung, sondern sie lassen auch andere Richtungen zu. Aber nur eben dann, wenn Luft nach oben bzw. Luft nach unten da war, dann verändern sie um einen noch von ihnen zu bestimmenden Wert Epsilon die Flusswerte entlang dieses Zykels. Und wenn sie den Flusswert so, diesen Zykel so gewählt haben, dass die Summe der Kostenwerte negativ ist, positiv genommen, negativ genommen, Kostenwerte. Negativ, positiv genommen. Positiv genommen, negativ genommen. Wenn in dem Sinne die Summe der Kostenwerte negativ ist, haben Sie eine Verbesserung der Kostenwerte erreicht. Das ist der ganze Algorithmus. Setzt sich zusammen aus Bestandteilen wie Graphensuche, genauer gesagt kürzeste Wegesuche, nicht? Negative Zykelsuche. Was Sie ja aus der GD2, in der GD2 schon mal kennengelernt haben sollten, negative Zykel zu finden. Negativ bezüglich der Kosten, wobei wir jede Kante in beiden Richtungen als Kandidaten haben. In Vorwärtsrichtung nehmen wir die Kosten positiv und in Rückwärtsrichtung nehmen wir die Kosten negativ. Algorithmen wie Bellman-Ford und Floyd-Warshall können damit umgehen, mit negativen Kosten und können auch negative Zykel finden. Dijkstra kann es nicht. Aber wir brauchen Dijkstra an dieser Stelle nicht. Dijkstra, Sie erinnern sich, braucht nicht negative Kanten legen. So, also, das ist exakt. So, ein solcher Zykel, wie ich ihn hier beschrieben habe, wo die Vorwärtskanten nicht am oberen Anschlag sind und die Rückwärtskanten nicht am unteren Anschlag sind, das ist ein augmentierender Pfad. Und wir betrachten noch nicht einzelne Pfade oder Zykel, sondern wir betrachten auch eine Menge von solchen Pfaden und Zykeln und die nennen wir konsistent. Was steht hier? Was hier steht ist, das will ich auch noch mal kurz vielleicht zeichnerisch andeuten. Wenn Sie so ein was steht, was dort steht ist, wenn Sie zwei solche Zykel haben, die eine Kante gemeinsam haben, ja, ich lasse mal jetzt die Kantenrichtung weg, weil sie irrelevant sind, und dieser Zykel hier hat diese Orientierung, dann muss dieser Zykel diese Orientierung haben und nicht die umgekehrte. Das heißt, beide haben diese Kante in dieser Orientierung drin. Das ist das, was konsistent besagt. Dass also eine Kante in jedem einzelnen Zykel oder Pfad, in dem sie drin sind, die wir betrachten, entweder vorwärts drin ist oder in jedem einzelnen rückwärts drin ist. Das ist das Bild, was letztendlich aussagt, was hier steht. Diese formale Bedingung. So, wir haben noch ein bisschen Arbeit zu tun. Sie sehen aber, wir kommen langsam, aber sicher in Richtung Folie 130 vor. Es ist also nicht allzu viel mehr zu tun. Ich denke, wir werden auch nicht mehr alles heute schaffen. Das heißt also, Sie haben die Chance, bis zum nächsten Mal sich das, was wir jetzt hier betrachten, nochmal zu vergegenwärtigen, um dann, wenn wir das nächste Mal an diesem Beweis fortsetzen, um dann fit zu sein, um das alles dann auch weiterhin gut verfolgen zu können. So, wir betrachten Flüsse der Einfachheit halber als Vektoren auf Kanten, das heißt also Vektor, wo die Kanten eben die Nummern 0, 1, 2, 3 und so weiter haben. Also jeder Kante hat einen Index in diesem Vektor. Das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher und ist keine Beschränkung der Allgemeinheit.
So, das, was ich eben gesagt habe, hier, diese Operation, diese Flusswertänderung um ein gewisses Epsilon auf allen Vorwärtskanten positiv, um dasselbe Epsilon auf allen Rückwärtskanten negativ. Dafür führen wir noch eine kleine Schreibweise und Sprechweise ein. Wir sagen Epsilon mal P, dieser Zyklus P, ist genau dieser Differenzfluss, dass wir ein Plus Epsilon an Fluss setzen auf jede Vorwärtskante und ein Minus Epsilon setzen auf jede Rückwärtskante auf diesen Zyklus. Und alle anderen Kanten, die im Graph noch drin sind, aber nicht in diesem Zyklus, die sind nicht tangiert. Da ist die Änderung 0. Ja, dieses F hier, dieses Epsilon mal P, ist die Differenz, von der ich hier gesprochen habe, von einer zulässigen Lösung ausgehen und zu anderen zulässigen Lösungen zu kommen. So. Den Zyklus nennen wir negativ, das hatte ich schon vorweggenommen. Wenn ich jetzt auf allen Vorwärtskanten die Kosten positiv aufsummiere und hinzunehme auf allen Rückwärtskanten die Kosten dieser Kanten negativ aufsummiere und die Gesamtsumme ist dann etwas Negatives. Was nichts anderes bedeutet als auch, dass dieser Fluss Epsilon mal P, den wir eben definiert haben, insgesamt negative Kosten hat. Ja, also Sie sehen jetzt hier noch meine Formeln. Im Grunde nichts anderes als das, was ich eben an der Tafel versucht habe und mündlich zu skizzieren. Dass wir entlang eines solchen Zyklus den Fluss um ein Epsilon verändern und dass uns das natürlich nur etwas bringt, wenn die Kosten so sind, dass die Gesamtkostenänderung, die sich daraus ergibt, negativ ist, sodass wir also einen besseren, einen Fluss mit kleineren Kosten durch so eine kleine Modifikation herausbekommen. So, ich glaube, das wird jetzt langsam ein bisschen, das ist genau das Ideale, wenn wir nächsten Woche um 9:50 Uhr, hoffentlich ein bisschen pünktlicher als heute, hoffentlich funktioniert es mit der Technik etwas besser, wenn wir pünktlich anfangen, frisch ausgeruht, mit einem Frühstückskaffee und so weiter, nicht? Vielleicht nur ganz kurz, worauf das Ganze hinausläuft. Sie können sich gerne bis Folie 130 das schon mal so ein bisschen bis zum nächsten Mal ansehen. Es ist im Prinzip dieselbe Logik wie bei Matching. Was war bei Logik, die Logik bei Matching? Wir haben zwei Matchings und wir haben festgestellt, den Unterschied zwischen den beiden sind Pfade und Zyklen. Und wenn dieses Matching nicht schlechter ist als das andere, dann muss es mindestens einen Pfad dabei geben, bei dem wir eine Verbesserung haben. Das ist jetzt genau dieselbe Logik wieder. Wir haben zwei verschiedene Flüsse. Und wenn der eine besser ist als der andere, also erst einmal, der Unterschied zwischen beiden lässt sich auch wieder einfach strukturell beschreiben. Der Unterschied zwischen zwei Flüssen zerfällt in Zyklen. Und wenn der eine Fluss besser ist als der andere, dann muss der schlechtere dann muss einer dieser Zyklen, wenn wir den auf den schlechteren Fluss drauf addieren, dann muss der eine Verbesserung bringen. Mindestens einer muss eine Verbesserung bringen, sonst könnte ja diese andere Lösung nicht insgesamt besser sein. Das ist genau dieselbe Logik wie beim Matching. Und damit sind wir dann auch wieder dabei durch. Wir machen das nochmal ein bisschen mehr im Detail beim nächsten Mal. Und nach den abschließenden Bemerkungen gehen wir endlich über zum richtigen Rumspielen mit verschiedenen Heuristiken, was man so alles machen kann. Hin und wieder, also dieses strenge lokale Suchschema aufzubrechen, zum Beispiel, indem wir hin und wieder auch Schritte erlauben, die nicht zu einer Verbesserung führen, sondern zu einer Verschlechterung. Das wird beispielsweise Simulated Annealing sein oder die mehrere Schritte vorwärts gehen und dann gucken, auch Verschlechterungen zulassen und dann gucken, was war das Beste auf diesem kleinen Weg und von da aus dann weitergehen. Das sind Prozeduren vom Lincoln-Kernighan-Typ. Verschiedene Male von verschiedenen Stellen aus lokale Suche laufen zu lassen oder, und das wird uns am meisten beschäftigen, noch beispielsweise Evolutionsstrategien oder genetische Algorithmen, dass wir eine ganze Population von zulässigen Lösungen haben, die gegeneinander in Wettstreit treten.
miteinander treten, wie bei Evolutionsstrategien, oder die sich in gewisser Weise fortpflanzen, wie bei genetischen Algorithmen. So, damit möchte ich für heute schließen mit diesem kleinen Ausblick und ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder hier zu haben. Ich hoffe, dann mit besserer funktionierender Technik, beziehungsweise mit besserer Kompetenz meinerseits, was diese Kamera da angeht. Okay, vielen Dank.